Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Alderaan-Wochenschau. Diesmal mit mir, Finn. Auch, man nennt sich immer zuerst. Genau. Ich bin mit. Immer. Ey, wir machen Video, ne? Es ist völlig Es ist völlig anders. Völlig anders als sonst. Ich gucke halt so nach links oben. Ja, das bin ich. Da muss ich mich verhalten. Ja, ach so. Oh, da sind noch ein paar andere. Manchmal fängt halt links oben an bei Lesen. Wisst ihr, wie das? Also, ja. Gut, Philipp ist auch da. Hallo? Hi. ja, Fabian und Kilian sind auch da. Hallo. Oh Mann, wir sind Profis. Hey, Videos, es ist kompliziert. Magie, sage ich ja nur. Witch Ja, die. Magic. So. Dieses Wochenende ist in mein Turnier in Oldenburg. Es haben sich jetzt gerade 60 Leute angemeldet dazu. Gucken wir, ob es so bleibt oder noch ein bisschen schwankt. Schauen wir mal. Aber es wird auf jeden Fall ein cooles Event mit sehr vielen coolen Leuten und coolen Listen. Und da wollen wir noch mal ein bisschen drüber reden jetzt so im Vorfeld. Ne? 60 Leute ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, ist okay. Muss ja auch sagen, halt dazu halt noch, es sind halt quasi keine internationalen Leute da, so halt ein paar, klar. So hier der Martin aus Luxemburg, ne? Und wenn man halt Gabe dazu ziehen möchte, Gabe und halt ein Spanier, der aber in Bremen halt wohnt. Ne? Aber Der sonst ist Martin so halt. fährt auch, der Martin fährt auch überall hin. Der ist Ja. quasi Inventar in Europa. Ja gut, außer er verpasst seinen Flug und schafft es dann nicht nach London oder so, aber das ist was anderes. Ja. Ne? Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, gehen wir einfach mal steile einmal. Dieses Game Uplink. So gehen wir einmal nochmal, bevor wir die einzelnen machen, auf die Statistiken. Nichts Besonderes. Sieht man nicht gut, wir haben 12 Separatistenspieler, 18 Imperium, 16 Republik, 11 Rebellen und 2 Söldner angemeldet zurzeit. Gut, Seltener sind dann auch Ewok-Listen, logischerweise jetzt, ne? nee, Nein. das ist nur Shadow Schadenkollektive. Creative. Achso, ich hätte jetzt gesagt, wenn man reine Ewok-Listen spielt, dass die Nee. dazu gehören. Nee, weil bei der Ewok Battlefront steht ja drin, dass sie Teil der Rebellenallianz Ah, sind. check. Okay. Deswegen können die auch Rebellen-Allianz-Command-Karten spielen. Ah. Guck, wieder was gelernt. Bin ich bestens vorbereitet fürs Wochenende. So. Das ist ein kleiner Unterschied, genau. Deswegen, ja. Es wird bestimmt Schadenkollektiv, die kriegen bestimmt nochmal Sachen, um mehr zu spielen. Bestimmt. ja. Genau. Aber ich finde, erstmal dazu sagen, es ist ja ein cooler Mix, oder? Bis auf Schattenkollektiv, aber reden wir nicht drüber. Ja, sage ich ziemlich Ja. gut. Ich hätte Ja, deutlich mehr Empire erwartet. also dass quasi Imperium und Republik gerade mit am stärksten vertreten sind, ist ja nicht ganz überraschend, sage ich mal. Das sind einfach jetzt zurzeit die stärksten Fraktionen. Aber dann noch 11 Separatisten und 11 Rebellen und 12 Separatisten. Also es ist ja nicht weit weg, ne? Von 18 bis 11 ist es ja echt kein großer Schritt. Ich hätte auch nicht erwartet, so viele Separatisten zu sehen, muss ich sagen. Die Separatisten sind Ich cool. schon, Ionwaffen. Ionenwaffen. Metacall. Hast Ist du. so. Ist so. Zum Glück hat ein richtig cooler Typ die Listen geschrieben. Ja, und dann gehen wir schon mal direkt in die Listen halt rein. Sind von leider nach alphabetisch sortiert, nicht nach Fraktionen. Ein bisschen könnte man dieses Game Uplink noch verbessern, aber das reden wir woanders mal drüber. Wobei, also im Alltag, wenn ich auf einem Turnier bin, alphabetisch super praktisch finde, weil wenn ich dann die Liste Ja. von Leuten suche oder von Gegnern, Ja, ich dann würde es halt weiß ich gerne halt filtern erst den können, Namen. weißt du? Das wäre Ja, ganz wenn du cool. als Turnierhost noch Ja. andere Optionen hättest, wäre es cool. Ja, so ein Dashboard wäre cool. Ja. Ja, okay, check, check. Aber womit wollen wir anfangen? Welcher Fraktion? Erst eine, also eine komplette Fraktion. Genau. Oh, Ja. ich mache schneller Schadenkollektiv, das geht schnell, das wollte ich machen. Es haben sich zwei mutige Leute nämlich getraut, das Schadenkollektiv zu spielen. Oder? Na, das ist einmal hier Very einer der sexy. Bremer Jungs. Und die Geschwindenden Raketen.
Ist im Endeffekt Gas Hexen und dreimal Superkommandos mit einem Medic-Bus und halt Zeugs noch um einmal Pikes und einmal Black Suns. Ja, Rockets sind, glaube ich, ganz gut, oder? Also Mandos, als sie halt eh jetzt ein bisschen günstiger geworden sind, ne, gerade die schweren Waffen gerade nochmal. Mandos sind nicht schlecht. Wenn er rote Nee. Würfel werfen kann, ist das gut, ja. Ja. Ja, So, und du bist denn viel Pierce unterwegs im Moment? Geht, ne? Die meisten Listen, so AT-ST haben keinen Pierce, Droiden haben keinen Pierce, Klonlisten ja. haben auch meistens im Moment keine Arcs oder sonst was mit Pierce dabei, sondern eher große Würfelpools. Gut, mögen die Mandos jetzt auch nicht unbedingt die großen Würfelpools, aber Ja, aber wenn das ja. Safe halt einigermaßen solide ist, kann man da schon was machen, ne? Ja. Ist halt trotzdem, die Liste tötet halt auch keine drei AT-STs. Nee, aber was tötet schon drei AT-STs? Gibt ein bisschen was. Ja, es gibt schon Ja. was, aber Ja. ja. So, ich Aber mit den sehe. meisten Sachen, so mit einer, mit so Dark Troopern oder so, mit einer Einheit müsstet ihr eigentlich alles so ganz Ja. gut erstmal weg klarkommen. Ja, mit so einer Armor-Einheit geht, denke ich, noch ganz gut, ja. Aber ich sehe jetzt halt auch nicht, wie die Liste zum Beispiel 130 Ewoks umbringt. Nee. So Ja. schwierig zurzeit, leider. Gott, das Ist halt die Frage, also bei so einem Turnier ja immer, ist das jetzt der knallharte Metaspieler oder der sagt sich, Alter, ich hab voll Bock, ich hab die gerade neu bemalt und will einfach ein bisschen spielen und Das ist auf jeden was? Fall eine stimmige Mandoliste. Ja. Ja gut, der. Ja, der Raphael spielt ja eigentlich schon ganz gut mit dabei. Das ist auch auf meinen Turnieren eigentlich immer mit relativ guten Listen und Ideen dabei. Deswegen mal gucken. Mal gucken. Ja, halt nur 8 Aktivierungen, das ist ja bei Mandos meistens so. Sind ja Ja, dann doch recht schnell also teuer. 8 ist ja das neue 10 mittlerweile. Ja, haben die meisten haben 9, als ich überflogen habe. 9 ist schon. Also Muss man mal. 8 ist halt, 8 ist halt echt gut spielbar geworden Ja, es mittlerweile, ist finde okay, dadurch, dass die ich. meisten halt 9 haben, bist du mit 8 Ja. halt nicht am Arsch. Ja, genau. Weil dann geht. Deswegen ist 9 das neue 11 und 10 das neue 12 und ja. Wenn er gegen Tempest spielt, muss er einfach alle Infanterieeinheiten auslöschen und dann irgendwie gucken, dass er vor den ATS ist versteckt. Ja, kommt Ja. ja immer auf die Mission an. Er hat ja auch 8 Punkte Bit. Ist Ja, okay. das ist Ist ganz ein gut. normales Bit. Was hat er im Ja. Battle Deck drin? Ja, Recovers kann er doch ganz gut spielen. Ja, es wird ist auf jeden ist spannend auf jeden Fall. Ja, bei Tempest, also ist ich stelle mir gegen Tempest halt immer vor, wenn die ganzen Infanterie halt einfach nur hinter den AT-STs lungern können, dann ist halt echt Ja. schwierig, die zu töten. Ja. Aber Mandos kommen im Zweifelsfall ja irgendwie um die Viecher rum. Je Ja, nachdem, was also für einer ist ist. halt Tisch und missionsabhängig dann noch mal ganz viel, ne? Also er ist ein guter Spieler, er kriegt das schon hin. Genau. Gucken wir noch mal, der Felix, der spielt dann auch noch mit Cad Bane und Pikes und Black Suns und Bussen. Die Liste ist auf jeden Fall straightforward. Ja, aus sicherer Quelle weiß ich auch, dass er diese schon seit längerem spielt und auch seit längerem übt und ihm wohl auch sehr gut gefällt. Er macht sich da gerade so ein bisschen Routine dabei. Das ist gut. Oh, ich habe gehört, Routine soll super gut sein. Ist auf jeden Richtig. Fall eine wichtige Sache. Ja, und also darf man nicht unterschätzen. Ne? Ich sehe halt, das sind drei volle Pikes drauf, die schießen ganz gut. Die Black Suns wohnen wahrscheinlich im Bus irgendwo mit drin und sind dann ja auch ganz gut, wenn die mal ankommen. Jeden Fall. Und Cad Bane nervt auch noch ein bisschen rum, so. Hat wahrscheinlich Probleme, wenn da mal doch so ein Machtnutzer in die halt reinspringt. Aber Ja, bei sonst. Black Suns, wenn die auf Machtnutzer schießen können, einen freien Schuss aus einer A5 heraus, dann mag ein Machtnutzer auch nicht unbedingt, je Das nachdem, wie stimmt. das Timing ist und Dodge-Token da sind. Das stimmt. Also hat auf jeden Fall Optionen die Liste, das kann man schon sagen. Aber ja. Gut. Das war schon das Schattenkollektiv. Das war einfach. Yay. Yay, Schattenkollektiv. Dann gehen wir dann zu der Fraktion mit den meisten Spielern. Fabian. Ja, das glorreiche Imperium. Hast du da schon Dinge quasi, die man. Wir wollen jetzt nicht jede Liste durchgehen bei einer Ja. Fraktion, keine Angst, ein bisschen viel dann vielleicht.
Mach mal von Dennis die Liste auf. Das ist eine von, ich glaube, ich habe drei Art Tempest Forces gesehen. Ja, das kommt hin. So alle so recht ähnlich sind. Surprise. Tempest Force werden mit AT-ST gespielt. Ich habe keine Scout, reine Scout-Listen gesehen. Nur Schade drei. eigentlich. Das ist ja interessant. Kann man dodgen. Ich hatte am Wochenende bei meinem Turnier mehr. Da hatten wir fünf. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Leute auf die großen Turniere die Tempest Force nicht so mitbringen. Ist vielleicht nicht spannend genug? Ich habe das Gefühl, dass die so, also wenn man auch dagegen lernt zu spielen, dass sie dann sehr schnell viel schlechter wird. Gut, das ist ja meistens bei diesen Extremlisten so. Genau. Ja, was soll man groß sagen? Ist halt drei AT-ST und ein bisschen zwei Medic-Bots, nicht Medic-Reparatur-Droiden. Ja, so ein bisschen so an 8 Aktivierung kommst wenigstens. Und die Also, schießen Sachen kaputt. ich finde es ja interessant. Was ich cool finde, ist, er hat halt keinen Officer mit, weil du bringst auch kein Bounty Target. Das ist immer ganz cool. Ja, Boundaries werden ja schon viel gespielt. Genau. Und sonst, man muss die Liste halt, man darf jetzt diese Liste nicht als etwas sehen, was halt auf Range 2 läuft und dich halt umbringt. Das ist zwar cool zu spielen irgendwo, aber das sorgt halt dafür, dass die ATS jetzt halt auch sterben können. Ne? Aber wenn die halt um Range 3 und 4 halt hin und her springt, dann ist das schon sehr unangenehm gegen zu spielen. Ja, es macht schon einen Unterschied, ob ein schlechter oder ein guter Spieler 3 AT-ST spielt. Ja, oder halt wie aggressiv der Spieler dann auch jeweils Ja, spielt, ne? gut. Manche wollen halt einfach nur töten. Das kann halt gegen manche Listen auch nicht so gut sein. Und ja, wenn dann auf Reichweite 2 irgendwelche Leute auf einmal 8 Würfel werfen, dann kommt da doch auf einmal ein oder zwei Crits bei rum. Ja, und dann, man kommt ja dann auch recht nah ran zu den gefährlichen Sachen, ne? Wie Machtnutzern und ähnliches, die dann halt mal da rankommen. Ja, so Das ist ein dann natürlich schon gefährlich. Anakin, Sebasro, Fire Support mögen die nicht so. Das ist dann halt eher schon gefährlich. Genau. Ja, das ist so ein Beispiel dafür. Dann gab es noch, oh, da gab es noch einige Kopfgeldjägerlisten auf jeden Fall. Hast du ein Beispiel von jemandem? Du fragst mich, ich habe mir die Namen nicht aufgeschrieben. Ja, ich hab die Listen alle einmal durchgeklickt und mir angeguckt, was so wer was hat. Sonst haben wir hier. Das ist das. Wir haben ganz viel Darth Vader. Surprise. Also, Darth Immer Vader ist, gut. glaube ich, mit der meisten gespielte Charakter, den ich jetzt so gesehen habe, auf den ersten Blick. In Ja, aber verschiedensten Konstellationen. sowohl Commander und Ja, hier zum Raumschiffe. Beispiel der Hawaii Bay. Der hat auch eine klassische Bounty-Liste dabei, würde ich sagen. Genau. Also, wie in jeder guten Bounty-Liste ist halt Boba Fett drinne. Das stimmt. Ja, dann gut, klar, imperialer Offizier, weil man ja einen Commander braucht. Und dann hat man halt ein bisschen Storms und Shores und so dabei mit schweren Waffen, damit man irgendwie auf Reichweite 4 vernünftig rumballern kann. Hat dann noch einen Raketenwerfer gegen Armor eingepackt. Hat einen Medbot dabei, um Boba auch mal heilen zu können. Und auch der Meko, um IG-88 zu heilen. Oder so reparieren. Paar Sniper. 11 Aktivierungen. Wenn Schon ein da doch bisschen. jemand 8 hat, ist 11 schon ziemlich gut. Er ist halt so ein bisschen Empire-Good-Stuff, ne? Ja, so. Hat man es ja früher öfter gesehen, ne? Oh, ich habe hier, oh, ich habe Boba. Gut, jetzt mit den neuen Karten. Ist es normal, dass wir die Command-Karten sehen können, Finn? Das, wenn ich es mache, dann schon. Ah, okay. Ich wollte nur darauf hinweisen, ob es. Lass dir jetzt alles mitschreiben. Hat niemand gesehen. Ach Quatsch. Das habe ich abgespeichert. Ja, hat man halt auf Range 4 hatte ja einiges am Beschuss einfach, ne? Kann ja alles fast auf Range 4 schießen. Ja, Von das. daher ist es halt eine klassische Gunline mit zwei Helden, die das unterstützen. Ja, es hat leider kein Kalus drin, das würde natürlich alles besser machen. Das ist so. Es ist so. Ja. Gucken wir mal. Also ist interessant. Ist halt, was ich halt noch ganz cool fand, wo wir halt dabei sind, wenn wir so mit Bounty Last Huntern halt gucken, ich finde sowas, so ein Bild halt echt cool.
So mit Palpatine und IG-88. Wie früher mit Bossk halt, ne? Nur mit IG-88 als neuer Bossk, weil der besser ist. Ja, und geheilt werden kann und so. Das ist schon cool, sowas mag ich. Von Joel. Ja, habe ich auch schon öfter gespielt, so eine Liste. Das ist immer gut. Der spielt sein Palpatine echt gerne. Ja. Er kann ihn zwar nicht sehr gut spielen, aber er spielt ihn dafür sehr gerne. Das muss man halt sagen. Das ist so. Auf den einen Oldenburger Turnier, wo er schon mal war, hat er auch Palpatine Boss gespielt. Da habe ich auch gegen ihn gespielt. Das war okay. Ja, also wenn er, also vielleicht, wenn er noch ein, zwei Jahre übt, dann könnte er vielleicht mal mit Palpatine auch was gewinnen. Ach, ich glaube, er ist eher der Kandidat, der nicht mit dem Ziel zu gewinnen irgendwo hinfährt. Ja, das stimmt vielleicht auch. Er hat, glaube ich, andere Ziele, die auf dem Samstagabendprogramm liegen. Was? Die wirklich wichtigen Dinge. Die wirklich wichtigen Dinge, ja. Sonst fand ich auch die Liste von dem Henning ganz cool. Henning W. Hat eigentlich die wichtigen Sachen drin, die jeder braucht. Sturmtruppen. Einfach. Jede Menge Sturmtruppen. Und sechs. Vor allem ganz schön viele Halbons, was ich ziemlich witzig finde, weil dagegen musst du halt auch erstmal töten, ne? Ja, der Vader wird halt nicht. Der Vader ist halt, wird halt nicht sterben. Ja. Muss man ganz einfach sagen. Und es ist ja Command Vader, das heißt, die T21-Leute haben ja alle Compel. Dann stört die Moral auch nicht so, dass sie nur Moral 1 haben. Können eh nicht paniken, weil Vader immer in der Nähe sein wird. Ist auf jeden Fall, glaube ich, für viele Listen echt unangenehme Liste, gegen zu spielen. Ja, und es ist so simpel und ich glaube, also ich kenne jetzt die Mal-Skills von ihm nicht, aber ich glaube, das sieht schon cool aus, wenn du halt 6 Einheiten Sturmtruppen spielst. Hab ich auch schon mal gemacht. Seine Figuren sehen toll aus. Ah, ja, dann kann ich mir das schon ganz cool vorstellen. So, dann noch eine rote Garde dazwischen. Noch ein bisschen mit Darth Vader zusammen loszieht, um Sachen zu verprügeln. Ja, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, als Einzige, was ich mir da vorstellen kann, ist, dass man, also er ist ja in der Regel roter Spieler mit keinem Bit. Ja. Und das Missionsdeck könnte ihn da natürlich teilweise schon einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn gut, Bombing Run ist jetzt nicht so sein Favorite, ne? Ja, Bombing Run Breakthrough könnte vielleicht schwierig sein, ja. Ja, ja. Aber es gibt ja auch genug Leute, die dann trotzdem noch Key Positioned und Intercept und sowas spielen. Klar. Aber ich glaube, jetzt gerade für Druidenspieler ist das jetzt nicht so die Liste, wo sie sagen, oh ja, ich will unbedingt dagegen spielen. So, auch ich sind ja, Spoiler, viele Magna Guards unterwegs auf dem Turnier. Ian, willst du dagegen spielen? Geht, es stirbt halt nichts, ne? Aber, ich gucke mir gerade die Liste an und denke so, schade, dass der Force Choke so schlecht ist. Ja, du hast halt, also du hast halt ein Problem, was, dass halt nichts dagegen, dass halt nichts stirbt, ne? Aber, also ich glaube, wenn du dann Machtnutzer und zwei Magna Guards hast, wenn die da rein, also wenn du sie irgendwie reinkriegst, dann ist das schon ganz gut. Ja, aber also auch gegen Magna. Also er hat ja wenigstens zwei Linebacker-Einheiten noch, ne? Also klar, ich sage jetzt nicht, dass das dann nicht winnable ist. Und schon wehtut jeder Schlag mit auf die Sturmtruppen, aber dann musst du halt auch an Vader, der. Und du verlierst das 1 gegen 1 mit einem Machtnutzer gegen Vader, weil Vader einfach in einer Runde 3 Lebenspunkte wieder kriegt. Ja, klar. Deswegen, also das ist schon, also du darfst dich auf keinen Fall auf das Duell mit Vader einlassen, das macht keinen Sinn. Das ist halt einfach nervig, weil du halt nichts tötest. Ne? Also das, was du tötest, kommt halt immer wieder direkt wieder. Weiß halt nicht, ob ich Äste schon mit Vader spielen würde. Das finde ich ein bisschen über. Vader wird halt nicht sterben, darum geht's halt. Ja. Ja, genau. Das ist das Thema und das wird da sehr durchgezogen. Ja, ist mir aufgefallen, fand ich ganz gut. Ja. Okay, aber ist auch eine interessante Liste auf jeden Fall, finde ich cool. Ja, und halt nicht so, also ich sag, die kann auf jeden Fall mitspielen, aber das ist jetzt nicht so, wo jemand vorher gesagt hat, oh, das wird auf jeden Fall jemand spielen, das ist der Metacore schlechthin so. Und das stimmt. Das ist eigentlich immer noch das mal ganz cool. Ja. Und ich finde es cool, dass wir doppelt Dark Trooper mit dabei haben. Ja. Aber gar nicht so viele Dark Trooper insgesamt, ne? Ich wollte sagen, es ist die einzige Liste, glaube ich, die Dark Trooper spielt. Hatte nicht noch ich glaub, eine. Ich glaube, ein anderer hatte noch eine Einheit, genau. Ja. Ah, okay. Genau. Ja, aber das ist die einzige doppelt Dark Trooper Liste hier. Ja. Also. Ist also. Weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich glaube, aber das hängt halt wirklich auch damit zusammen, dass die Dark Trooper keinen Bock auf die ganzen Tempest-Listen haben.
Das stimmt vielleicht, ja. Es ist halt schade, dass das eine relativ aktuelle Einheit ist, die da mal so kurz mega gespielt wurde und jetzt irgendwie so ein bisschen in der Versenkung wieder verschwindet. Ja gut, war ja auch, wurde auch genervt, muss man halt auch sagen. Ja, Und aber der auch zu Recht. Metacall gegen die, ja auch zu Recht, aber und dann kam halt zusätzlich, also es wurde ja wieder doppelt bestraft, die Nerfs und das Meta ist dahin halt geschiftet. Mit den AT-ST. Ja, okay. Ja, und klar, dadurch, weil du dass halt jetzt noch mehr Antifahrzeugmeter hast. Armor im Spiel ist, bringen die Leute ja noch eher Raketenwerfer und keine Ahnung was mit. Ja, das stimmt. Ja, obwohl das fast halt sogar geht, ne? Ich finde es jetzt gar nicht so, ja, dass die Leute so extrem gegen Fahrzeuge getecht haben in den Listen. Das ja. Okay, Tempest spielst du ungern damit, aber ich glaube, so zwei Dark Trooper fressen so Infanterielisten fressen die nach wie vor immer noch auf wie. Ja, ja. Wie geschnitten Brot. Also wenn du da so, ja. Gerade so Panzerfaustlisten, also vor allen Dingen, und die meisten Panzerfäuste sind ja auch nicht gut, die haben zwar Impact, aber wenn die Dark Trooper da einmal gut reinholzen, eine Runde, zweimal 10 Würfel, jeder, also 40 Würfel insgesamt eine Runde, da sind dann 4 Einheiten tot. Ja. Da muss ich das einfach nur schön rechnen. Ja. Also, genau, man kann halt auch echt noch wilde Sachen, also es spielt hier keiner so, aber ich so, Doppel-Dark Trooper und Panzerlisten sind immer noch, finde ich, ziemlich wild, mit dem man lustige Dinge machen kann. So man Doppel-Dark und Panzer spielt. Ich finde das recht wild und cool. Ist aber dann wieder eine sehr einseitige Liste. Ja, muss ich auch mal spielen. Ich muss meine Dark Trooper endlich echt mal zusammenkleben, vielleicht. Ja, das wäre mal cool. Ja. Also ich habe übrigens einen Wunsch, Finn. Ich hätte gern, dass der Patrick Wahle gegen Johannes spielt in Runde 1. Jetzt bei ist nur so mein privater Wunsch. Warum? Patrick Wahle. Patrick Wahle, ja? Ja, der hat Wirs dabei. Achso. Die Nemesis von Johannes, ja. das ist richtig. Wirs, gegen Wirs verliert Johannes per se immer, ja. Ja, sonst haben wir noch eine weitere Bounty-Liste, aber mit Kallus. Natürlich nochmal cooler. Kallus. Ramon, Ude. Und drei Speeder. Das ist sehr cool. Ja, fand ich auch ganz cool, das mit den Speedern zu kombinieren. So, und sonst halt Sturmtruppen gegen Fahrzeuge und sowas mit dabei. Ja. Ja. Warum ja. nicht? Ja, ich selbst spiele ja auch Imperium Blizzard Force so. Classic. Ja, was für eine kreative Liste hast du denn? Lass uns ja, die mal sehen. Ja, cool, ne? Ich habe sie mir ganz alleine ausgedacht. Finn, ja, was hast du denn über der Liste gedacht? Seit der Metacore. Also erst, ich habe vor 4 Monaten irgendwann angefangen, Aiden Boba recht viel zu spielen. So für mich viel, 6-mal bestimmt. Schon viel. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, es kommen jetzt Evox raus, das ist irgendwie doof mit denen und Tempest Force ist auch doof mit denen. Schwierig und jetzt, ja, Blizzard hat gegen alles irgendwie so noch eine ganz gute Antwort. Blizzard ist halt immer noch, in meinen Augen, hat immer kein so schlechtes Matchup, dass man es nicht auto-loost. Weil man alles mit Blizzard Force irgendwie, wenn man es taktisch vernünftig spielt und ein bisschen vernünftig würfelt, gewinnen kann. Das haben wenig Listen. Und wenn du halt 5-6 Spiele gewinnen willst an so einem Wochenende, ja, dann ist Blizzard, dann ist Blizzard also immer noch der solideste Call. Das ist einfach so, ja. Weil du hast mit Vader halt Vader, einen der besten Machtnutzer. Mit Burst immer noch witzig. Ich spiele halt gerne selber Throw, wobei ich da auch letztens schon gedacht hatte, ist Barrier vielleicht auch cool. Aber Finn hat gesagt, ich darf das nicht. Ja, wenn du also man kann Barrier schon mitnehmen, ja, muss man die Liste aber wieder umbauen, weil du dann wieder mehr Range-Wucht brauchst. Ja. Dann muss man halt wieder gucken, dass man da ein H12 mit reinnimmt. Und dann ist das alles schon wieder ein bisschen mit anders. Ja. So. Und sonst alles klassisch halt. Ich hatte sonst, ja gut, 2 Ionenwaffen habe ich jetzt mit, weil ich auch mehr AT-ST und so vermutet hatte. Es ist auch so eine gute Waffe. Also man darf es ist ja auch okay. Ich hatte halt überlegt, nur anstatt einer Ionenwaffe ein Medbot mitzunehmen. Aber der Medbot ist einfach teurer als die Ionenwaffe. Dann wird das Bit weniger. Ja.
Ja, aber nicht die spannendste Liste ist halt klassisch. Ich glaube, irgendjemand anderes spielt auch noch Blizzard Force in ganz minimal anderer Zusammenstellung. Ja. Ich glaube, so, das ist so grob, das Ganze. Das ist das ganze Imperium. Ja, was habe ich irgendwas übersehen? Irgendwas richtig Cooles? Du bist halt wie immer gut vorbereitet, das weiß ich. Ja, aber ich habe das so durchgeklickt. Mehr ist mir nicht im Kopf hängen. Ja, es gibt natürlich noch so zwei, drei Listen, die so ein bisschen wild sind. Wo ich jetzt aber sagen würde, das ist nicht das krasse Meta-Ding. Ich glaube, irgendjemand hat noch Death Trooper gespielt. Death Trooper sind cool. Ja, sind cool. Aber also man kann, also wenn man hier Remnant spielt, dann sind Death Trooper auch wirklich cool. Stimmt, gut. Ja, stimmt. Irgendjemand hatte noch ein Remnant-Liste. Echt? Ja. Ich weiß aber nicht, wer. Also in der Remnant-Liste kann man halt richtig gut drei Death Trooper spielen. Ja. Death Trooper oder Death Trooper? Ja, eine Remnant-Liste ist auch, glaube ich, immer noch gar nicht so schlecht. Ist ja auch voll gut. Nee, ich hatte ja eigentlich bei der Remnant damals gedacht, nachdem die Dark Trooper genervt wird, dass das so der neue Meta wird, aber irgendwie sind die noch immer der Underdog. Also die, meines Erachtens kannst du da auch echt gute Listen mit bauen. Hier ist nochmal, genau, hier ist einmal Remnant. Das Beste Doppel vom Dark Best. Trooper. Schon okay. Halt recht leichte Dark Trooper mit nur der Assault Cannon, aber das ist auch nicht schlimm. Nur, dass man halt ein bisschen was in den anderen Einheiten noch mitkriegt. Ich glaube, das war die einzige von der Battle Force. Das kann gut sein. Aber gut. Dann würden wir doch mal direkt zu unserem sympathischen Druidenspieler sonst gleich rübergehen. Philipp. Nee, Kilian. Okay. Das darf ich dieses Mal machen. Also Kilian ist auch ein sympathischer Separatistenspieler, ne? Das ist sehr lieb. Also, das auch ist eine falsche Aussage, aber es ist okay. Ich habe das jetzt mal für mich in Anspruch genommen, dass ich auch sympathisch finde. Gewagt, okay. Ich finde es, dass ziemlich viel Varianz bei den Separatisten auch dabei ist. Wirklich? Das ist recht untypisch. Echt? Ja. Ich habe immer ganz viele B1 gesehen und zwischen 1 und 3 Magnas. Ja gut, aber so von den Listenarchetypen sind schon ein paar Unterschiede dabei. Also du hast dreimal so einen klassischen Hero Hammer, den auch der Philipp spielt, mit unterschiedlichen Helden, wo du entweder, wo du meistens dann irgendwie drei Helden dabei hast, was zurzeit ganz cool ist, weil du es einfach, dadurch, dass Grievous auch mittlerweile so günstig ist, weil du es einfach dann spielen kannst, ne, und dann trotzdem irgendwie noch da gescheit was reinbekommst. Also der Sebastian Besser zum Beispiel, der spielt das mit Grievous, Bane und Bosk. Ja, stimmt, die fand ich auch cool, die Liste. Und zwei Magna Guard, ja. Und zwei Magna Guard, die hat 11 Aktivierungen. Ob die jetzt unbedingt 11 Aktivierungen haben muss, also da hätte man auch einen B1 rausschmeißen können und da vielleicht sich noch zwei schwere Waffen dafür kaufen können oder den, ja, oder den Magna noch ausrüsten können. Der muss nur Kritz würfeln. Also ist alles drin. Aber Captain Bosk ist halt schon ganz cool. Ja, vor allem das Dreieck. Also ich sehe ja gerade einen Teil der Command-Karten, aber ich bin gespannt, welche anderen Command-Karten er noch alles dabei hat. Ja gut, das ist halt immer so das Ding, wenn du den Hero Hammer spielst, dass du echt Probleme hast mit den Command-Karten. Da muss man, das ist schwierig immer, ja. Das stimmt. Ja, Spoiler, es wird nicht die Bosk 1er sein, sind wir doch mal ehrlich. Aber, wieso? Die ist voll gut, manche nehmen die mit. So, vor allem, weil Grievous 1er-Tipp die einzig gute Karte ist, die Grievous halt mitbringt, aber okay. Ja, das stimmt. Ja, Philipp spielt das ähnlich mit Grievous, Assage und Bosk. Hast du halt noch einen Machtnutzer dabei, was ich halt persönlich auch sehr, sehr gut finde, weil der Machtnutzer halt echt, der bringt ja einfach so viel Flexibilität, gerade gegen andere Machtnutzer.
Jetzt habe ich mich auch gefragt, Philipp, warum hast du Bombing Run dabei? Ich kann schon mal spoilern, das sind nicht meine Missionen, irgendwas hat Game Uplink da falsch gehört. Ich bin auch eben schon angeschrieben und habe gesagt, so, was sind das für Missionen? Und ich so, warum soll ich Bombing Run spielen? Weiß ich nicht. Ich fand's gewagt, weil ich dachte mir, okay, er weiß schon, was er tut. Nee, tatsächlich nicht. Wenn man auf den Link oben klickt, sieht man meine richtigen Missionen. Vor allem hast du auch keine Conditions da drin. Ja, ich habe gesagt, immer ohne. Ich hatte eben zu Finn gesagt, ich bin ja momentan gelangweilt von Legion und dann habe ich gesagt, ich probiere mal was ganz Besonderes aus. Ein Spiel ohne Conditions, Bombing Run. Hä, du bist gelangweilt von Legion? Wie kann man gelangweilt von Legion sein? Das beste Tabletop. Es gibt noch keinen Poggle. Das stimmt. Das ausprobieren. Ja. Aber es lag wohl daran, dass ich Philipp vorher eine echt gute Liste da reingesetzt habe. dann waren die Objectives und Conditions noch drin. Ja, genau, die wurden nicht überschrieben richtig von Game Uplink. Verstehe. Anscheinend. Aber deswegen spielt er jetzt halt Bombing Run, das ist für mich okay. und einfach keine Conditions. Oh, ja, okay. Hab ich wenig Probleme mit. Oh Mann. Genau. Ja, was hast du denn noch? Also was ich auch noch ganz cool finde, ist der Jasper, der spielt eine super klassische Maul-Triple-Step-Liste. Das ist ja voll 2020. Das ist voll 2022. damit habe ich auch schon, das habe ich so oft gespielt. Das ist einfach, sagen wir, eine coole Liste. Ich glaube, es ist echt schwierig, damit jetzt was zu machen gegen verschiedene, also gegen manche Listen. Aber die Liste macht einfach nur mega viel Spaß. Ich verstehe nicht so ganz, warum er 19 Punkte Bit hat. Es scheint mir viel, aber... Was hättest du denn noch reingepackt? Link Targeting Array? Link Targeting Arrays auf die Steps, auf jeden Fall. Into the Fray auf jeden Fall, ja. Ja, und Into the Fray of Maul, genau. Ja, alleine hätte er nur Into the Fray drauf, hätte er immer noch genug. Ja, und er hat immer noch... auch kein auf dem Sith-Droid, kommt doch auch sonst immer ein Comms-Relay sonst? Ja. Das fehlt auch irgendwie, ne? Wäre noch ganz okay gewesen, ja. Ja, Comms-Relay genau. Und Into the Fray, dann wäre das Bit irgendwie bei 10 Punkten gewesen und alles wäre gut. Ja, es ist halt... Du brauchst das Comms-Relay nicht unbedingt, weil du kannst es schon spielen. Ja, aber bist du flexibler mit also, auch im späteren Spielverlauf, wenn Einheiten sterben halt vielleicht also ohne mal. Ohne den Targeting Array brauchst du aber das Comms Relay nicht unbedingt. Ja, Maul hat eh mal einen Befehl und die B1-Druiden durch den T-Series und dann, ja. Also, so, kannst du sie auch ziehen aus dem Beutel, ja. Das ist halt ein bisschen, du kannst deine Armee ein bisschen flexibler aufteilen und so. Das macht es teilweise schon ein bisschen einfacher. So heißt, ja. Ist halt witzig, also so eine Liste habe ich auch gerne gespielt, bis dann halt Blizzard Force kam und die Sache. Die das einfach alles besser macht. Genau, die macht genau das, was die Liste tut, halt nur besser. Wieso? Er hat 11 Aktivierungen, ich habe nur 9, er hat 2 mehr als ich. Oh, Entschuldigung, du hast eine 9 Aktivierung, es tut mir leid. Einmal das Bombardment und dann sitzt direkt 2 Aktivierungen runter. Das sind nur 4 Würfe, wie soll ich denn 2 Einheiten mit 4 Würfeln töten? Finn, was ist denn das höchste Punktebit? Das wäre jetzt mal eine interessante Frage so am Rande. Ist das schon das höchste Punktebit oder hat noch jemand drauf? Ich denke, das sind so Dinge, die habe ich noch nicht ganz geguckt als professioneller. Finn, ja, wieso bist du denn nicht mal besser vorbereitet hier? Ich glaube, das ist eins der höchsten Bits. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke auch. So, hat halt früher noch, als wir es hier mit Tabletop.to hat, gab es halt so ein Tool, der mir alles direkt ausgewertet hat. Weil es das nicht mehr gibt, bin ich quasi achtlos. Mhm. Du bist eine einzige Enttäuschung. Das stimmt. Das höre ich hier sehr oft. Ja, aber ich meine, ansonsten, auch wie Fabian das gesagt hat, du siehst halt ganz oft Magna Guards, ne? Also fast jede Liste hat Magna Guards drin, weil die halt einfach universell gut sind. Auch fast alle mit Raketenwerfer. Obwohl der teurer geworden ist, ist das halt auch eigentlich Pflicht, ne? Wir haben eine Experimental Droids Liste, das finde ich gut. Ja. Es ist unmöglich. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht zeigen, dass die Command-Karten nicht drauf sind. Es tut mir leid.
Aber Spoiler, es ist halt ein super Taktik-Druide und es sind Druidengarden. Was ist denn hier so, los? So viel Unterschied wird es nicht sein. Ja. Was soll denn da, also, es ist, da gibt es doch keine Überraschung, oder? Bin ich aber das ist, halt auch, das ist halt auch klassisch, ne? Sechsmal die neue Magna Guards. Einfach stumpf. Ja. Get into und the fray halt, ja. Das sind 10 Einheiten, die einfach in dein Gesicht rennen. Und dann ja, genau. Was ich viel beeindruckender finde, dass er 6-mal Magna Garde schon hat. Wer hat das nicht? Achso, ja. Entschuldigung, ich rede hier eine falsche Warte, Frage. Da muss ich, an dieser Stelle muss ich einhaken und muss sagen, Andreas, wenn du das hier hörst oder dir anguckst, shame on you, dass du keine Separatisten spielst, sondern hier Wookies, ja, und dir die Wookies sogar noch ausleihen musst, ja. Shame on you. Von wegen ich möchte eine Magna Herausforderung für Runde 1, Kilian. Nein, um Gottes Willen, das mache ich nicht. Das brennt mich einfach. Da mache ich einfach, stehe ich einfach so da und sage, ja, würfel mich tot. Viel Spaß. Oh, das ist nicht gut für dich. Es gibt ein paar mehr Wugelisten. Mach einfach den Seestern, das ist okay. Ja, okay. Ich mache das, so wie letztes Jahr bei Lucas. Ich sage einfach, alles klar, komm, wir gegen Biertrinker, hast gewonnen. Ja, so. Hast du das echt gemacht? Ja. Ja. Okay. Cool. Ja, was soll ich gegen eine Blizzard Force spielen? Das hatte in der damaligen Zeit keinen Sinn ergeben. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir gehen jetzt ein Bier trinken. Es wird gekämpft und es wird gestorben. Da, wo man ist steht. So. Keine Gnade. Ja. Aber ich habe ihn halt hart so wirklich überredet vorletztes Wochenende. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Wir haben halt hart miteinander gekuschelt. Dann hat er die haarige Erfahrung halt. Die haarige Erfahrung hat er schon. Ich verstehe. Sehr gut. Und aber kam ein zum anderen. Aber das ist ja quasi jetzt schon die perfekte Überleitung. Gibt es nichts mehr über Druiden zu sagen? Also du fängst so an zu teasern. Es ist so vielfältig. Ich kann hier so viele Dinge erzählen. Und aber ich würde auf jeden Fall sagen, also was mich interessiert, ist jetzt hier die Liste, die Mike spielt, mit dem, weil es sind ja jetzt schon verschiedene Archetypen von Nahkampflisten. Also es ist ja jetzt quasi nahkampflastiger als jemals zuvor. Ich bin mal gespannt, was sich da am Ende durchsetzt. Weil Wookies, also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Wookie-Liste gegen die Liste da mit der Magna Garde und so, da, also schon, das ist ja quasi eine komplette rote Safe-Armee gegen eine komplette weiße Safe-Armee mit quasi vielen Lebenspunkten. Und es gibt noch ein, zwei Ewok-Listen, die spielen ja auch in dasselbe Schema ungefähr rein. Ja, aber normalerweise bist du, also wenn du eine, die Mehr-Lebenspunkte-Armee ist normalerweise stabiler, weil sie halt weniger Statistik hat. Ja. Aber du musst daran denken. Kennst meine Würfe nicht, bei mir ist immer der. Ja. Fabian, so. Ich bin das Einzige, was ich gar nicht würfeln. meine Würfe haben mich verraten. Ja, es ist halt auch immer echt komisch, wenn ich Schnittwürfe, fühlt sich das halt so wenig an. Was passiert hier gerade? Das ist Durchschnitt. Nee, ich glaube aber, die, also jetzt auch da mit den drei Sniper-Druiden, also die Experimental Droids, die können den Gegner ja eher auf sich zukommen lassen als die Wookies, weil die meisten Wookie-Listen ja wirklich einfach nur nach vorne laufen. Wobei die Wookie-Listen ja auch meistens die Bowcaster haben. Ja. Und der macht schon mit Crit und so, der kann auf Range wenigstens ein bisschen schießen. Und die schießen auf Range 2 halt auch echt hart. Ja gut, die Sniper auf Range 5 sind halt echt nett, ne, muss man sagen, mit ihren 4 Würfeln. Ja. Aber es ist halt meistens nur nett. Ja, aber man hat dann auch die Fähigkeit von der Armee, ne, mit den Würfeln dazu kriegen und sonst was. Hab ich doch gerade gesagt. Hören wir doch mal zu. Hör mal, ich bin der Senat, Finn. Schnauze. Also es gibt da noch ein, zwei Listen, die halt, ja, wie Fabian auch schon gesagt hat, beim Imperium einfach ein bisschen wild sind. Es gibt eine Liste, die hat einen Draft Spoiler Droid dabei, wo ich denke so, oh, cool. Das reicht schon, um wild zu sein. Das sieht man heute, nicht mehr so oft. Und eine Liste mit dem AAT, was natürlich ein super cooles Modell ist, aber was auch eher selten gespielt wird heutzutage. Verrückt. Ja, Schande über euch, Druidenspieler, ihr seid so einfallslos. Ich vermisse die B2-Druiden und. Bald kommen wieder B2-Druiden. Ich wollte gerade sagen, Fabian, ich verspreche dir hoch und heilig, auf dem ersten Turnier, wo Poggel rauskommt, komme ich mit 7 B2-Druiden und Kraken und Also, es gibt eine coole Liste, die mir eigentlich echt ganz gut gefällt, das ist die Liste von Marcel. Der spielt Kalani Bosk, 2W2s, 3W1 und 2 Magna Guards. Das finde ich eigentlich ganz interessant als Liste, muss ich sagen. Es ist sehr schwierig, gegen Machtnutzer damit zu spielen.
Aber vom Prinzip her finde ich es ganz cool. Neuen Aktivierung ist halt auch echt schwierig, ne? Wenn du auch, also ist natürlich spielbar, aber du brauchst halt, ist es halt cool, wenn du gegen Machtnutzer mehr Aktivierung hast, ne? Das Ja. ist halt einfach so. Ja. Oh Mann. Aber cool. Was ist mit der Liste von Mike Völler, der Völker? Da wird nichts angezeigt bei Das mir. waren die Das ist die Experimental Droids. Experimental Ach, das Droids waren die. Force. Ah, sorry, sorry. Oh, Okay. Ach, Entschuldigung, Fabian. ich merke mir eure Namen doch nicht. Ja, Ich das ist merke mir halt doch leider, eure Namen mit Game Uplink ein bisschen schwierig. Mir wird's halt angezeigt als Admin-Gedöns. Aber sonst werden die Texte halt irgendwie nicht richtig angezeigt. Ist ein bisschen doof. Ich hoffe, das wird mal wieder ein bisschen gefixt bald. Ja, gut. Gut. Aber No, sonst no, sind, also noch was zu. ich gucke mir die gerade alle an und es ist wie immer so, ja, oh, ich spiele ein Tactical Droid, B1 und Spamme Magnas. Schon ein bisschen langweilig. Magnas sollten genervt werden, damit die Druiden-Spieler mal was anderes spielen. Wir haben so viele Alternativen zu Magnas. Oh, wait, nicht. Nimm doch eine deiner anderen guten Special Forces Einheiten. Ja. Bin ich mir gleich lieber, bin ich mir lieber eine Hand auf den Rücken. Ja, ich habe dir meine Imperiumseinheiten angeboten fürs Wochenende. Ich will sie nochmal Ich erwähnen. weiß und ich wollte sie nicht. Nee, ich hatte den Eindruck, es lag an der Bemalung. Das auch. Nein, das stimmt nicht. Sagt er jetzt und dann schläft er nachher mit meinen ganzen hässlichen Figuren in ein Zimmer und kriegt Albträume. Ist das für Albträume, wenn sie brennen? Das ist doch alles gut. Habe noch nicht überall Feuermelder, ja. Ich nehme einfach so Simple Green mit, ja, oder so Spiritus in so eine Sprühflasche und sprühe einfach so alles ein. Und Ja, dann läuft so okay. alles so, die Farbe so Dann runter. ist das abstrakter Kilian, dann kriege ich trotzdem bei eBay mehr Geld dafür als Abstrakter Ist Kilian. gut. Ja, aber mehr gibt es über Druiden-Listen hier wirklich nicht zu sagen. Schämt Nee. euch alle, Druiden-Spieler. Spielt verschiedeneres Zeug. Gehen wir doch. Sagt der Blizzard Force-Spieler. Ja, So, ja. gehen wir mal zu Haaren über. Gehen wir zu den Haaren über. Da waren schon mal bei Haaren. Wir sollten mehr über Haare reden. Ja. Fangen wir mal an mit Andreas hier, mit Ach, du der, hast Haare gesagt. Ich habe Haaren verstanden. Haaren geht auch. Ja. Haare. Machen wir mal hier die haarige Angelegenheit für Fabian. Ja. Ja, also hier. Philipp, machst du uns noch mal das Wookie-Geräusch, bitte? Nein, Ja, das habe ich bitte. damals im Podcast kläglich gescheitert. Ich möchte sehr gerne noch mal jede Command. Ich lasse die Command-Karte auch gerne offen. Nee. Das ist kulturelle Aneignung von Fantasy-Gestalten, das mache ich nicht mehr, da bin ich raus aus der Nummer. Wie gesagt, also wir haben ja quasi hier Chewbacca und dann einfach einen Haufen Wookies mit Bowcaster. Also das ist so richtig straightforward, mitten in die Fresse. Das ist, glaube ich, einer der höchsten Pierce-Gehalte von einer Liste. Das sind halt nur 8 Einheiten mit Range 3 Pierce. Easy. Ja, also rote Würfeleinheiten mögen das nicht. Stell dir vor, er spielt gegen einen AAT. Das Ja. ist halt so. Dumm für den ART. So, AAT-Spieler müde. AAT left the channel. Das ist halt so. Ja, also, wie auf Range eine Runde Beschuss und der AAT ist tot. Ja, das ist eigentlich garantiert, ne? Also, Ja. oder Das wäre Dark Trooper. garantiert. Oder gegen Dark Trooper. Er ist Die auch kriegt keine ziemlich gut gegen Dark Trooper, ja. Deckung. Oh, zwei Treffer. Ja, tot. Oh, tot. Tot, tot, tot. Ja. Also ich frage mich auch echt ernsthaft, was dagegen gewinnt. Das ist doch Gute Gunlines so. gewinnen dagegen. Ja, gute Aber Gunlines, also machst Klone. du so viel Schaden, bevor die Ja, ankommen? ja. Ja? Der Ja, Angriff echt. muss ja nur versacken, wenn Das der Problem ist ankommt. erstmal, dass Finns Tische viel zu voll sein werden wieder. Wir kennen das Problem. Also, das ist für Wookie. Ja, ist ja so bei. Also, wenn ich irgendwo Wookie-Armeen spiele, dann auf deinen Turnieren. Das würde ich ja nicht in England oder sonst irgendwo machen oder in Polen, wo die Tische manchmal halb leer sind. Verstehe ich, ja. Aber trotzdem kriegst du schon kaputt. Ich hab letzte Woche gegen Yannick, der hat auch eine Wookie-Liste gespielt, auch geschafft zu gewinnen. Okay. Aber Janik kann auch nicht spielen. Ich auch nicht. Also ich finde das halt schon hart, ne? Da rennen irgendwie, wie viel Lebenspunkte sind das? 100 oder 90 oder 100 Lebenspunkte, die auf dich zurennen? Was ist 7 mal? Oh. Er ist abgestürzt. Viel. Scheiße. Viel. 7 mal 12? 12. Das sind 8, das sind 98. Plus 9 von Chewie.
Ja, 7 mal 12 sind 98? Das hört sich falsch an. Irgendwas müsste eigentlich was mit einer 4 sein am Ende. Stimmt, 7 mal 12 sind 84, Entschuldigung. Plus 9 sind 93. Ich halte mich bei Rechnereien raus. 93 Lebenspunkte, das ist auch okay. Und sie kriegen ja immer nur, wenn ein Modell stirbt, einen Einsatz-Speed-Move. Ja, einmal in die Runde, ja. Ja, also da kann man Surprise schon ist es schlauer, eine Einheit zu fokussen. Ja, aber damit kann man schon witzige Dinge tun. Das ist aber schon richtig. So, also mal gucken. Man kann halt schon hart auf die Range kiten, halt so, dass du halt immer genau auf Range 3 stehst und so und dann halt nicht zurückbeschossen werden kannst, so doll. Ja, muss man halt auch. Ja, aber es ist halt auch die Frage, ob meine Tische das zulassen. Ich werde beim Aufbau helfen. Nee, ich habe Fotos schon gemacht. Oh, ich hasse es, nach Fotos aufzubauen. Ja, ich werde beim Aufbau helfen und das genauso stellen, dass es funktioniert. Oh nein, jetzt nicht mehr. Ihr seid halt alle inkompetent. Ich muss halt alles mit Fotos machen, ne, damit ihr es einigermaßen... Du kennst ja Finn, ja? Also wer Finn nicht kennt, Finn ist überhaupt gar kein Nazi, wenn es darum geht, wie Tische gestellt sind. Gar nicht. Gar nicht. Ja? Finn ist der liberalste Mensch, wenn es darum geht, wie Geländer bei einem Tisch angeordnet ist. Ja? Der liberalste. Siehst du das rote Buch da oben? Wir nähern uns an. Wo kommt denn jetzt das Nazi-Wort her? Oh. Was ist passiert? Okay, cool. Ja, so, das ist halt einmal, wenn wir hier mit Video und so machen, ne, dann eskaliert es völlig. Jetzt muss ich eure hässlichen Gesichter sehen, Junge. Oh Mann. Nee, Entschuldigung. Also, ja, ist alles gut. Ich verstehe deinen Punkt irgendwo. Ich bin manchmal ein bisschen penibel, wenn es um Gelände geht. Manchmal. Hauptsache, der Tisch erzählt eine Geschichte. Er muss eine Geschichte erzählen, ist wichtig. Ich habe den auch in England halt richtig lange Geschichte erzählt, wie kacke seine Tische sind, weil die alle einmal schlecht aufgestellt sind, wie die Line of Sidewalker verteilt sind und weil sie thematisch mir nicht zusammengepasst haben. Warum ist hier so eine Wüstenplatte auf grünem Untergrund? Da komme ich nicht mit klar. Was ist das für eine Geschichte? Kann ich nicht, wenn das nicht passt, wirklich. Ich kann ja auch. Ich baue ja auch keine Schneegebäude hin und dann stelle ich das auf eine Waldmatte, weißt du? Kann ich nicht. Ja, gut, das ist ja auch normal. Ja, und solche Dinge. Und das muss halt einfach, es muss lebendig, du musst es dir vorstellen können. Bringt irgendjemand aus noch Tische mit oder hast du jetzt alle Tische fürs Turnier selber? Ich glaube, theoretisch kann ich alles selber stellen, aber um noch Ausweichtische zu haben, bringe glaube ich noch zwei oder was mit. Hm. Einfach nur, weil bringe ich 30 Tische mit. Das wird ja reichen, theoretisch. Mhm. Solche Tische. Ist ja auch mit Fabians Tisch mit drin, also ist halt auch ein minderwertiger Tisch mit bei. Und von Yannick auch. Die Tische. Die sind gut. Ja, aber sind ja auch mit dabei. Ja, aber die ist. Da, Spoiler, ich zähle euer Gelände in mein Inventar mit rein. Okay. aber ich dachte, das ist klar. So, das, aber dafür lasse ich halt auch so diese teure Tische hier, wie hier mein Zuhause-Tisch hier, den Tatooine-Tisch, lasse ich halt zu Hause, weil warum transportieren? Da geht die Hälfte kaputt. Ja, bei meinem ja auch. Denn das ist mir aber echt hart egal. Ja, mir auch. Wir müssen am Wochenende hart brainstormen, was ich als nächsten Tisch mache. Und kriegen wir hin. Wollen wir weiter über Listen reden? Oh, was ist eigentlich passiert? Wie kommen wir denn hier hin? Welche Abzweigung haben wir genommen? Ich habe mit Haaren angefangen und dann waren wir irgendwie, haben einen Bogen geschlagen, von dem ich jetzt auch nicht mehr weiß, wie der sich gerade entwickelt hat. Ja, das war ich. Ja. Gelände ist aber wichtig. Das möchte ich nochmal sagen. Also ja, ohne cooles Gelände macht's. Nee, ohne cooles Star Wars Legion Gelände brauchen wir doch gar nicht so spielen. Dann könnten wir auch direkt 40k spielen, oder? Ja, ist alles richtig. Ich wollte nur, mein Punkt war ja auch nur, dass diese Wookie-Listen ist auf deinen, bei Tischen mit vernünftigen Line-of-Side-Blockern leichter haben als auf Tischen ohne Line-of-Side-Blocker. Das könnte man so sagen, ja.
Okay. Was möchten wir noch was zu Klonlisten sagen? Ja, Philipp. Ich habe auch noch andere, danke. Ja, ich habe hier keinen Bogen geschlagen hier. Ich wollte hier durchziehen, ich wollte über Haare reden und ne? Shampoo. Aber die Wookie-Listen sind alle ähnlich auch, ne? Wie viele Wookie-Listen haben wir denn, Philipp? Ja, wenn ich dich jetzt frage, wie viele Schattenkollektivlisten wir haben, wusstest du das? Weiß ich nicht, wie viele wir haben. Ich glaube, beide drei. Ja. Ich glaube, drei waren es. Der Markus spielt noch eine. Und Selim spielt. Ne, Selim spielt keine. Spielt da eine? Hat er sich die besorgt? Der hat keine Wookies gefunden. Ich fand das schön, wie bei uns im Freundeskreis allen anderen Leuten die Wookies entziehen wollten, damit sie ihre Wookie-Listen spielen, weil keiner Geld ausgeben wollte. So. Kann ich auch verstehen. Ich glaube, auch wenn man diese Liste 5 Runden gespielt hat, dann das ist das halt Bock schon mehr. Sehr langweilig. Oder? Was bei allem. Ja. Also, es ist ja bei diesen Extremlisten immer so. Das ist bei Triple ATS der halt so, ist bei Evox so. Und das ist halt schade, weil es halt immer ein recht großes Investment halt ist. Aber du halt echt gar nicht so viele verschiedene Dinge damit tun kannst. Das ist immer ein bisschen. Weiß ich nicht. Also es sind zwei Wookie-Listen. Einmal der Andreas und der Markus. Okay, cool. Gut, dann als nächstes hier von Bastian. Kernchen mit Yoda, Bestman, Yoda, Chewbacca, quasi dann mit 3 Clone-Einheiten und dann 3 Arc-Truppler-Einheiten. 2 davon groß, ist interessant. 8 Aktivierungen, 800 Punkte. Oh, mit Jetpacks strong. Ja, ist halt schon lustig. Also, also im Zweifelsfall kann man dann auch mal mit Yoda hier mit seiner 2er-Pip sagen, ich lass mal Arc-Truppler laufen. Und schießen mit Relentless, das ist ganz lustig. Ja, und Jump ist halt ganz cool. Ja, genau, ja, genau. Dann triggert halt auch hier dein Tactical, auch wenn du hochgehst und so. Genau, du hast ja auch schöne Tische mit schönen Häusern, wo man hochhüpfen kann, ne? Ja. Ein bisschen Death from Above. Genau. Was? Scott, das dauert noch ein halbes Jahr, aber ja. Ja, ich muss ja meine Wünsche hier auch zum Ausdruck bringen, sonst hätte ich Poggle gespielt. Dann haben wir hier Johannes. Johannes, Sekunde. Johannes soll okay sein, wenn er nicht gegen Fabian spielt. Ich gehört. Ja, erste Runde direkt gegen Fabian. Machen wir aus der 0% Siegquote 100%. Halt, stopp. Also ich widerspreche aus zwei Gründen. A, er wird nicht gewinnen. B, wie willst du aus einer 0% Quote eine 100% Quote machen? Das ist gar nicht möglich. Ihr könnt über 1000 Mal spielen. Ihr habt noch nie gegeneinander gespielt, oder? Doch, einmal. Achso, ja, das wusste ich. Wenn ihr jetzt noch nie gegeneinander gespielt hättet, wäre ja von 0% auf 100. Nee, Fabian hat seinen Titel nur zu verdanken, weil Johannes gegen ihn versagt hat. Hast du da Wirs gespielt? Ja, klar. Das ist ja klar. Johannes ist der einzige Schwäche. Das ist der Maximilian. Ja, ich möchte aber auch sagen, dass auch Dennis versagt hat, als ich deutscher Meister geworden bin. Das stimmt, aber Dennis ist alt. Damals war er noch jung. Das war noch vor Corona. Das war mein erstes Spiel gegen Dennis. Weiß ich noch, in der ersten Runde. In Relation zu uns war er damals aber auch noch alt. Relation, naja. Ja, egal. Langes her. Ist ja auch egal. Ich finde das auch schön, wenn ich irgendwas über Republiklisten erzähle, erzählt ihr mir hier irgendwas über Liberalismus, über Nazis, über Alter. Hört mal mit dem Wort auf. Was ist das? Hat hier nichts zu suchen. Was ist denn los? Wir sind alle toll und alles ist gut. Mensch. Ich kann dir auch nichts dafür, dass man so einfach bei dir zwischenreden kann. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich wollte hier durchziehen. Das solltest du dir auch abgewöhnen, Philipp. Sonst kann doch jeder bei dir Einspruch rufen. Ja, was soll denn das? Das muss ich mal sogar zulassen. Da kann ich nicht einfach weiterreden. Einspruch, so. Nicht stattgegeben. Sie sind nicht der Richter. Ist mir doch egal. Schnauze da hinten. Oh, können wir bitte mal zu einer Verhandlung gehen, wo Philipp einfach Anwalt ist und dann immer Einspruch reinrufen? Ja, Einspruch! Bin halt die Schnauze, ich will jetzt hier zu Ende reden, verdammt nochmal. So, also. Das ist einfach recht lang. Schnauze! Jemand wird doch einfach dann entfernt, oder nicht, aus dem Gerichtssaal. Das ist doch recht langweilig, oder? Finde ich, würde ich direkt in Beugehaft stecken lassen, okay. Ganz ehrlich. Ich denke, so. Das könnte ich auch jetzt noch veranlassen, so.
Auf jeden Fall. Der Johannes spielt hier das, seine altbekannte Liste quasi. Sind wir doch keine ich rede nicht mit Johannes. Oh Mann, ey. Ja, Johannes spielt seine Anakin-Klon-Commander-Liste mit drei, also zwei Phase-2-Klonen, einem Phase-1-Klon, Arc-Strike-Team mit Echo und dann drei Speeder. Die Liste von ihm hat jetzt mal nicht so viel Impact dabei. Das ist eine klassische Anakin-Liste, ne? Ja, Anakin-Barks, ja. Das ist okay. Ja. Anakin-Barks, ja. Ja. Dann hier vom Lukas Vorwerk, die Liste finde ich cool. Da habe ich auch selber schon gegen gespielt. Anakin Obi-Wan ist ziemlich thematisch mit drei Barks. Na? Barks sind schon beliebt, ne? Ja, ist halt eine gute Einheit, ne? Kannst du die Einheit, vor allem für die Punkte. Ja. So kannst du eine andere gute Support-Einheit bei der Republik mitnehmen. Ja. Warte, ich bin auch so ID-Kasse 55 Punkte. Also Selim hat ATR, eine ATR dabei. Ja, ja, Selim hat auch wirklich andere Probleme, muss man ganz ehrlich sagen. Selim kommt auch nicht, das ist wie Joel, der kommt ja auch wegen dem Armprogramm. Genau, ja, wieso? Fluttercraft sind ja auch okay. Ich glaube, ich finde manchmal Fluttercrafts besser als Sparks. Nein. Einspruch, Leute, ihr seht, ihr driftet mir hier wieder zu sehr ab. Atmen. Hä, das ist ein Gespräch über Klone, also das ist jetzt wirklich wenig abgeschlossen. Nee, ihr redet über Haare. Nee, Fluttercraft will ich nicht. So. Nee, aber ich find das aber in Experiment Droids, das Fluttercraft ist sehr gut, muss man sagen. Speed 3 Fluttercrafts sind gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, das kann man schon sagen. Ja, dann der Marvin Kuhlmann, der hat auch Anakin Clone Commander, dann nur zwei Barks, aber auch mit Arctroplon. Das sind die großen Teams. Auch interessant. So. War denn noch irgendwas Besonderes? Der hat Fives in großen Arcs, das ist ja wild. Ja, finde ich auch lustig, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, genau, nee, dann hier. Arcs können ganz schön wehtun, wenn die groß sind. Ach, dann hat der Yannick, der hat hier noch eine Liste, wo Finn ihn zu überredet hat, da er keinen Sand mag. Also ich finde das schön, dass jeder deiner Listen Finn irgendeine Geschichte erzählt. Erstes Geschichte erzählen ist wichtig. Ich weiß nicht, ob es wen aufgefallen ist schon, aber ich habe vielleicht manche der Listennamen einfach geändert später. Ja. Ist, glaube ich, noch keinen aufgefallen. Doch, nee. Das habe ich mehrfach gemerkt. Okay. Bei Philipp habe ich vielleicht auch random einfach irgendwelche anderen Listen reingemacht, ja. Was hatte ich zuerst? Eine Poggle-Liste, dann hatte ich eine Buba-Liste. Ja. Ja. Erst, um ihn glücklich zu machen, habe ich ihn gesagt, ja, spiel doch Poggle, ich baue die Liste schon mal ein. Also die hätte ich genommen, mit Kusshand, aber das durfte ich ja nicht. Und dann so, nee, machen wir mal was Witziges, machen wir doch hier ein bisschen Book of Boba Fett, das, was Philipp am meisten mag. Ja, ich hätte auch extra so bunte Bikes mitgebracht, extra dafür. Verständlich. Du wolltest, dass ich Spook-Bikes spiele? Ist gut. Sonst guckt man dann nicht mal seinem schlimmsten Feind an. Ja, das war's dann mit der Republik. Spannend. Dann kann ich ja noch was zu den Rebellen erzählen. Ich bin auch super vorbereitet. Einspruch. Also das ist cool, dass es sind halt zwei Ewok Battlefrosses dabei und ich glaube, es waren auch zwei Echo Base Listen. Also Battlefrosses sind da ganz gut vertreten. Gucken wir einmal halt durch. Ich weiß zum Beispiel der Sven Vonnelied, der spielt halt auch eine Echo Base, eine extreme Echo Base mit Leer und 4 FD Kanonen. Sehr extrem, könnte man sagen. Ich finde ja, 4 sind zu viel. Aber auch ein sehr guter Listenname. Das stimmt. Ich hoffe, du hast Banner drucken lassen, auf dem Fabian drauf ist, dass man die am Eingang aufhängen kann. Ja, also ich persönlich, also ich habe jetzt Echo Base nur ein bisschen gespielt, mit Lea noch nie gespielt selber. Ich persönlich finde Echo Base halt nur gut, weil ich Leute in Standbys pushen kann. Hast du nicht mal gegen mich mit Lea Echo Base und Luke gespielt? Ich könnte mal Lea und Luke gespielt haben, aber es war immer Luke dabei. Ja. Weil ich gerne in Standbys pushe. Ja, da stehst du drauf, ne? Ja, das ist das schon ganz gut. Ich erinnere mich düster daran, wie ein Maul von mir gestorben ist.
Das war auch witzig. Nee, das war nicht witzig. Das war richtig ja, genau. Also, das sind ganz schön viele Geschütze. Das sind also 3 Marktschuss und 4 FD, das ist schon relativ viel. Ist halt ja, Geschütze geht nicht. Ist halt missionstechnisch ein bisschen schwierig, aber das, wenn es einen Gunline-Fight machen kann und die FDs einigermaßen gut stehen, dann schießt er schon ganz toll. Ja, ja, einfach abwarten und in der letzten Runde irgendwie reinfliegen. So, was muss ich gucken? Ich hatte auch eine gute Liste, die ganze anderes kann man dann auch nochmal machen. Nein. Kannst du mal die Liste von Jonas Gabriel zeigen? Die ja, cool. Genau, der war das, genau. Jonas Gabriel? Ah ja, Evox. Ja. Evox mit Chewie. Also das ist aber auch wieder jetzt so eine Liste, die wir auch nicht gegen die Wookies spielen, weil das Chewbacca ist, gut, der hat die Kognitur, ne? Aber trotzdem. Ja, aber das ist ja trotzdem in einer Runde tot. Ja, ich glaube, die schießt nicht genug oder nahkämpft genug, um die ganzen Wookies rauszunehmen, ja. Ja. Wir hatten aber auch eine Massen-Evog-Liste dabei mit 12 Aktivierungen. Ja, das ja, war, die, war so ähnlich wie die in Frankreich war, ne? Mit Han Solo. Der Lennart spielt die. Ja, ich bin gut vorbereitet. Ist nach Alphabet sortiert, das macht sie leichter. Ja, ich weiß, sehr viel Klaus. Ja, mit Han, C3PO, Wicket, Lockray und dann halt ausgerüsteten Evox. Oh, ich glaube, dagegen, ich habe so viele Listen, gegen die ich nicht spielen will. Das ist halt schon viel Zeugs. Ich spiele Blizzard Force, weil sie voll flexibel ist und weil sie gegen alles spielen kann. Ja, aber wenn ich das sehe und dann stellt jemand 12 Aktivierungen 300 Evox. Minis auf, oh, da muss ich mich erstmal wieder durchschießen. Also wir haben es gerade alle gehört, Fabian hat gerade dann hier gegen Lennart wieder spielen. Ja, das ist halt, deswegen hat er auch diese in Frankreich ja diese Evok-Liste halt auch gewonnen, weil es ja, da waren halt 14 Aktivierungen, noch mehr Zeugs. Und das ist halt so, ja gut, die steht halt einfach 3 Runden dumm rum und danach bewegt sich auch Objective und sagst, okay. Und was macht ihr so? Ja. Ja. Schon, glaube ich, echt schwierig gegen zu spielen, aber ja. Ich glaube, bei so einer Liste wäre eigentlich noch Bit noch wichtiger, weil er hat jetzt ja nur 2 Punkte Bit gehabt. Ich glaube, ja. Bombing Run und so finden die Ewok-Listen dann aber auch trotzdem nicht gut, oder? Durchbruch ist okay. Durchbruch ist okay, ja. Die Position ist eh okay. Geiseraustausch finde ich auch nicht doof. Finde ich auch doof. Die Liste hier fand ich noch ziemlich cool vom Kai, hier mit 3 Mandos, Boba, Kässchen und 3 Flottentruppen mit Medics. Das kann halt auch. Ja, das also, die Mandos sind dann auf jeden Fall recht zäh mit 3 Medics dahinter. Ja, musst du halt one-shotten. Easy. Na, da kann der natürlich mal einer gegen Ende Runde sterben, der nicht mehr geheilt werden kann, so, aber es ist auf jeden Fall schwierig, könnte man sagen. Mit dann hier Transponder, Prepared Supplies, Awareness. Schon Jetpack Rocket mit noch einem schwarzen Würfel mehr. Ja, ja, klar. Das ist schon okay. Ja. Das ist auf jeden Fall eine coole Liste. Ja. Ja, und kommt auch mit vielen Objective-Sachen klar, glaube ich. Ja, genau. Das ist schon okay. Und die Flottentruppen helfen auch gegen sowas wie Ewoks, weil die ja trotzdem, obwohl sie ohne schwere Waffe sind, dann ein paar weiße Würfel werfen. Genau, das ist schon okay. Ja, wir haben halt dann ganz viele verschiedene Ahsoka, Cassia. Cassia ist eh natürlich recht beliebt, klar. Richard spielt halt, denke ich, eine recht gute Liste halt wieder. Das hat auch in London so ungefähr gespielt, mit Leia nur dann diesmal. Und dann halt Ahsoka, K2, Cassian, Rebellentruppen, Ewoks und FD-Kanone. Das ist schon eine ziemlich gute, unangenehme Liste für viele Dinge. Wisst ihr, wie gut Ewokslinger sind? Für 35 gut, Punkte. Die kosten halt nichts. Für 35 Punkte sind die einfach richtig strong. Wobei ich die, also ich finde die von Richard ganz gut. Ich finde die von Martin aber fast noch besser, glaube ich. Mit. Warum? Ja. Man hat, gut, der Luke ist halt einfach kacke, ne? Ja, Commander Luke ist schon nicht ganz so gut, wie jetzt der Ahsoka ist. Ja, ich hatte, ja, nee. Ja, dann ist kacke.
Also schon, also ich möchte die Liste jetzt nicht schlecht machen, ist schon bestimmt gut, hat alles seinen Sinn. Aber ja. Okay, ich probiere mal nett zu sein. Nee, Trash, ja, du bist ja auch Turnierveranstalter und ich bin Teilnehmer. Ich kann Trash-talken, so viel ich will. So viel. Dafür müsstest du so ein bisschen lernen, aber sonst kannst Nee, du zu halt, viel. stopp. Muss ich jetzt, um Trash-Talk machen zu dürfen, gut sein in dem Spiel? Nee, du musst aber ein bisschen besseren Trash-Talk machen. Ach so, okay. Ja, ich übe noch. Das ist ganz witzig hier, das ist quasi dann, ich denke, das ist eine Echo Base, muss aber keine Echo Base sein. Ja. Ich würde jetzt sagen, guck kurz auf die Command-Karten, aber ja. Warte, ich kann auf Bilder gucken, das müsste. Das ist eine Echo Base. Ich Ja. hab mir die Liste gerade geöffnet. Ja. Ja. Genau, also School Echo Base mit zwei Erstmietern auch ist auf jeden Fall nicht schlecht. Auch best ist halt, Erstmieter sind halt schon etwas traurig, so gegen all die Wuchtwaffen, die so rumlaufen. Ich denke auch, dass zwei Erstmieter recht traurig sind gegen drei AT-STs. Vielleicht. Es ist vielleicht nicht der beste Meta-Call. Aber es ist, vielleicht kann man positionierungsmäßig da schon was machen, aber es ist auf jeden Fall schwierig. Aber ich kenne Claude, das ist ein Kumpel bei uns aus der Ecke. Der fährt dahin, weil er Bock drauf hat. Und der will, dem ist das egal, er will nichts reißen. Der hat Bock, die Liste zu spielen. Der freut sich schon voll, Double S wieder zu spielen, weil er es noch nie gespielt hat. Das ist eine spaßige Liste auf jeden Fall. Ja. Und dann haben Ja. wir eigentlich auch schon alles. Ja, der meiste andere Kram ist halt irgendwas hier ne, mit einem Kessie, mit einem Ahsoka da. Das ist alles relativ ähnlich. Also der Rebellen. Ja, so anders sind Rebellen halt nie, ne? Gibt halt manchmal ein paar wildere Listen, aber das Übliche dann. Und das war's eigentlich schon. Wir können bestimmt noch mal resümieren dann quasi die Woche drauf, wenn wir mal geguckt haben, wie sich alles geschlagen hat. Aber sonst freuen wir uns einfach, oder? Wird super. Das wird auf jeden Fall ein richtig cooles Turnier. Denke ich auch. Wird gut. Na, ihr könnt ganz viele tolle Dinge gewinnen. Yay, das Darauf wird. freue ich mich ehrlich gesagt am meisten. Der Preispool, den Finn anteasert, der ist so riesig. Also ich glaube, ich gehe einfach mit Gewinn nach Hause. Also die meisten kommen doch mit ganz guten Gewinn raus, ja. Ja, muss man sagen. Es Und sind noch 4 Plätze frei. Kann man sich jetzt noch nachmelden? ja, es hat ja auch jemanden gehabt. Es fehlt ja einer, hat ja seine Liste nicht hochgeladen gehabt. Liegt daran, der hat sich heute erst angemeldet. Sie so, ja gut, lädt halt nach, hoch ist ja vollkommen okay. Ja, gibt Schlimmeres, ne? Und genau. Die Listen sind ja auch so vielseitig und so, dass man jetzt nicht sagen kann, er kann jetzt Ach, irgendwie ja, Counterlisten bauen oder so. Und geht es ja auch nicht darum. es geht hier auch um nichts, ne? Sind wir ehrlich, es ist jetzt hier kein Worlds Qualifier oder sonst was, sondern ich Ja. verteile hier halt, so, würden wir 64 werden, dürfte ich 4 Tickets verteilen. Weil wir es halt wahrscheinlich nicht werden, darf ich 3 Tickets verteilen. Und dann verteile ich 3 Tickets und alles ist gut. Ach nee, Philipp hast eins jetzt, ne? Rian schon eins? Philipp, erzähl doch mal die Story von am Wochenende. Ja, Als ich, ich weiß das. Kilian und ich haben um ein Ticket gespielt und ich hatte ja schon ein Ticket auch schon vorher und dann habe ich halt Kilian besiegt und dann hat Kilian das Ticket nicht gekriegt. Du hast ihn nicht dann gewinnen Du lassen, hast du ihn da, Hassi? ey, du hast da nicht gesagt, okay, Kilian, wir wissen jetzt beide, ich würde gerade gewinnen, aber ich gebe auf. Nein, das Problem ist, ich wusste nicht, dass Er Kilian hat nicht gecheckt. Aber das ist Oh. okay, ich möchte mir mein Ticket ja auch ehrlich verdienen. Das ist richtig Ja, so. okay. Ich Nicht hätte, aber mein Grievous hätte seine Waffen gestreckt ansonsten. Natürlich, selbstverständlich. Ich bin ja kein Schwein. Ja, nicht so wie andere hier auf der Adepticon dieses Jahr, die da einfach hingegangen sind, obwohl sie gar nicht ehrlich ein Ticket gewonnen haben. Möchte hier keinen angucken, quasi. Aber soll wen gegeben haben, den ich kenne. Okay. Das ist krass. Ja, genau, aber sonst gibt's eigentlich nichts zu sagen, sonst war er zum Turnier. Wer hat dann halt
natürlich fleißig probieren, Bilder zu posten am Tag selber. Ja, ein bisschen Tische sehen könnt und so. Ja. Im Endeffekt kommen wir ja alle nur nach Oldenburg, um Finlife und in Action zu erleben. Wenn er auf einmal neben einem Mann am Tisch steht und sagt, würfel mal einen Würfel. Und sich einfach umdreht und geht. Nee, ja, das sind die positiven. Du musst aber auch die negativen Sachen sagen. Wenn er auf einmal neben dir steht, dir zwei Minuten beim Spiel zuguckt, wenn man nur... Weil ich weiß noch, bei uns hier in Kaiserslautern, wo er das gemacht hat. Ey, da Schweißausbrüche. Vor allen Dingen, was hat er gemacht? Bei uns hat er sogar einen Stuhl an den Tisch rangezogen und sich hingesetzt. Und war so. Ihr wisst schon, dass was ihr hier macht, eigentlich richtig scheiße ist. Mentaler Stress. Ist so. Meistens komme ich einfach random vorbei und schmeiß irgendwelche Figuren um. Das kann ich eigentlich auch immer ganz gut. Das stimmt. Das macht er gerade Kapsel. Das mache ich auch immer ganz gerne. Und halt Leute Würfel werfen lassen und dann gucke ich mir auf, was soll ich würfeln? Was passiert hier? Warum soll ich würfeln? Ja, du sagst es auch nicht. Es wäre ja was anderes, wenn du kommst, würfel mal bitte einen roten Angriff. Du sagst dann auch manchmal, würfel mal einen roten Angriffswürfel. Ja, was hätte ich würfeln müssen? Crit. Ja, wofür nehme ich dann einen roten Angriffswürfel? Einfach nur, um dich mental fertig zu machen. Also generell, so. Bei dir hat Finn immer nur gesagt, würfel mal einen Würfel, dann habe ich einen Würfel gewürfelt, dann hat er mit dem Kopf geschüttelt und sich umgedreht und ist gegangen. Echt, ja. Ich krieg ja immer regelmäßig Stuff und Finn guckt mich immer so an, war ja klar, dass du einen Crit würfelst und gibt mir dann irgendeinen Kram. Ja, dass manche Menschen sind halt prädestiniert dafür, manche nicht, ne? Manche haben es halt verdient. Ja. Na, sehr gut. Ja, ich freue mich, wird richtig. Wird richtig gut auf jeden Fall. Gut. Noch irgendwelche Worte zum Sagen? Wir haben ja sonst keine großen Neuigkeiten von AMG. Ja, gut. Kommen irgendwann, ja. Ja. Haben wir den. Warum sollte jetzt auch kurz nachdem sie so viel Zeug gedroppt haben, nochmal was nachkommen? Das wäre Quatsch. Da haben wir recht. Also, es hoffen ja alle noch, dass vielleicht ein Punkte-Update dieses Jahr noch kommt, aber weiß man halt nichts genau von. Ich glaube halt, sie sind inzwischen so Punkte-Update-mäßig, werden sie dann sagen, okay, übrigens, nächste Woche könnte irgendein Mal-Stream Punkte-Update. Ja, nächste Woche sollte eigentlich was kommen und dann wartet man noch einen Monat und kommt es auf einmal. Die Webseite ist gut. Muss ich die Webseite sagen. Ist wirklich gut. Ich mag die Webseite. Wirklich. Wir haben lange genug drauf gewartet, ne? Das ist der heilige Gral von Star Wars Legion. Ja. Ich mag sie wirklich, die Website. Ich habe da heute Sachen rausgeguckt, um meine Liste fertig zu machen, meine Excel-Liste fertig zu machen, was an Einheiten ich alles verlose. Das war wichtig. Wahnsinn. Stark. Ja, weil dann gucke ich auf die Asmodee-Seite, dann steht da drin, zum Beispiel in der 501. Battle Force sind einige Ark-Truppen drin. Was ist einige für eine Mengenangabe? Was soll das bedeuten? Wirklich, einige Arktruppen. Ja, stark. Was? 3, 4, 20? Es könnte alles sein. Es sind übrigens 3. Einige ist 3. Ja, gibt's Sinn. A wären ja 2. Ja. Und dann ist die nächste Steigerung davon einige. Wie bei Heroes damals, wo man immer diese Kreaturen, die neutralen hatte und dann wusste, oh, ein Rudel, das sind vielleicht viele. Hm. Also, ist so. Ja, ist so. Gut. Dann hoffe ich, ich sehe erstmal ganz viele Leute am Samstag und Sonntag und Freitag zum Aufbauen. Und dann hören wir uns die anderen, die jetzt nicht kommen können, hören wir uns dann hoffentlich dann nächste, übernächste Woche wieder zum Podcast. Oder wir sehen uns dann vielleicht in Köln auf der Worlds Qualifier. All die Möglichkeiten bestehen. Ja, Fabian kommt so wirklich zum Worlds Qualifier. Da fände ich die Listen vielleicht auch nicht so dumm umbenennen. Vielleicht aber auch doch. Vielleicht gerade deswegen. Ja, Spoiler, da habt ihr mich auch am Hacken. Es tut mir echt leid. Ja, ist schon okay. Ist schon okay. Ne? Der Vorteil ist immer, wenn du Turniere organisierst, dass du halt nicht mitspielst. Manche nennen es einen Vorteil, ja. Naja. Gut. Das müssen halt die Engländer dann schon mal ausbaden, dass ich da immer zu Turnieren fahre und denen halt alles weggewinne. Das ist schon ganz okay für mich. Aber wieso? Hat doch letztes Mal nicht so gut geklappt.
Ja, ich musste ja ein Spiel verlieren, damit die anderen Deutschen eine Chance haben. Ja, und dass die dann halt wieder komplett versagen, da kann ich ja auch echt nichts für, oder? Komplett. Ja. Ja. Richard und Dennis haben beide hart versagt. Steh ich nicht. Nein, steh Das ich ist nicht. ein gutes Schlusswort, finde ich. Versagt. Hasard. Ne, okay. Dann wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Und zu sehen, Videos, diese Technologie. Ich Wupp, weiß nicht, ob wupp. wir es öfters machen. Das hatte schon einen schlechten Einfluss auf uns alle. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Es ist am Stoppen.